Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich kann mich in den Kanon der zwei Vorrednerinnen anschließen. Ich denke, dieses Gesetz war notwendig und es war wichtig. Es muss verhindert werden, dass die sozialen Strukturen in diesem Land wegbrechen. Das würde ein nicht hinnehmbarer Verlust für unsere Gesellschaft bedeuten. Wir haben ja sowieso so viele prekäre Einrichtungen, prekär arbeitenden sozialen Einrichtungen. Wenn denen noch der Garaus gemacht werden würde, würde das soziale Klima in diesem Land noch schlechter werden. Deswegen hat DIE LINKE auch diesem Teil des Paketes auch zugestimmt in der Bundestagsfraktion. Allerdings haben wir auch gesagt, deutlich gesagt, dass es im Sozialschutzpaket die Aushebelung des Arbeitszeitgesetzes nicht unsere Zustimmung findet. Ich halte es für haarsträubend, dass wir einerseits hier auch ständig den hohen Einsatz der vielen Menschen loben, die in den vergangenen Wochen bei eigener gesundheitlicher Gefährdung den Laden am Laufen gehalten haben und andererseits den Leuten nicht mal ihre Erholungspausen gönnen und ihre Arbeitsbelastung noch weiter erhöhen. Das trifft ja auch hier die Landesebene, wo wir grundlos den Sonntagsarbeitsschutz ausgesetzt haben im Lebensmitteleinzelhandel. Auch wenn er jetzt nur noch sonntags nachmittags die Menschen arbeiten gehen müssen, das sind ja meistens Frauen. Aber diesen Tritt in den Allerwertesten, das ist kein Dankeschön, sehr geehrte Damen und Herren, das ist wirklich eine Gemeinheit. Ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen hier immer stöhnt da hinten, aber, aber vielleicht haben Sie ja Schmerzen. Es war schon ein echtes Stöhnen. Also. Aber ein anderer Punkt, der uns auch in dem Gesetz nicht. Na ja, wenn Sie so gut stöhnen, wie Sie arbeiten. Also, gut arbeiten. Herr Boddenberg, Sie haben ja noch einiges nachzuweisen, zu beweisen. Wir werden Sie an Ihrer Arbeit messen. Aber lassen Sie uns wieder zu dem Sozialdienstleistergesetz kommen. Ich weiß, es ist spät. Ein Punkt, den ich noch einmal zur Kritik in diesem Gesetz, in diesem Bundesgesetz erwähnen will, was wir natürlich nicht wollen, was in § 1 möglich wäre, dass es zu einer Arbeitspflicht kommt oder zu einem Arbeitszwang kommt. Aber das ist der Punkt, wir müssen uns ja heute mit dem Ausführungsgesetz beschäftigen. Und da gibt es zwei Sachen, die Zuständigkeit und die Auszahlungspraxis. Mit dem Gesetz ermächtigen wir das Finanzministerium zu bestimmen, ob höhere Zuschüsse gewährt werden als die im Bundesgesetz festgelegten mindestens 75%. Und da frage ich mich schon, warum brauchen wir jetzt noch eine Verordnung? Ich bin nicht die Einzige, die sich das fragt. Ich finde es ausgesprochen schade, dass Sie es dem Parlament nicht zutrauen, zu entscheiden, ob die sozialen Träger nicht mit mehr gefördert werden sollten. Und ich denke auch, es ist notwendig, dass mehr gefördert wird, weil mit 75% halte ich halt auch keinen Laden am Laufen. Das kann man sich gut vorstellen. Und irgendwann müssen wir ja auch hier wieder unserer politischen Verantwortung gerecht werden und nicht alles im Verordnungsweg durchgeführt werden. Und hier, das wäre auch ein wichtiges Statement für die Träger, ne? Weil wenn das Gesetz jetzt heute hier so eilig durchgezogen wird, dann wissen die Träger nämlich immer noch nicht, auf wie viel Geld sie hoffen können und wie sie planen können. Sie brauchen Verlässlichkeit und sie müssen ihre Beschäftigten halten können und auch deren Existenzängste mildern. Und ich denke, das darf nicht der Tages- und der Finanzlage des Ministeriums, des Finanzministeriums überlassen bleiben. Und ich denke, deutlich wäre es notwendig zu sagen, wir brauchen mehr als diese 75%. Wir brauchen das, dass kein einzelner sozialer Träger in der Krise pleite geht, weil wir dann der sozialen Ungerechtigkeit und ihren Folgen mehr Futter geben würden. Ich höre schon wieder ein Stöhnen, ich weiß es auch nicht. Vielleicht liegt es ja schon an meinem linken Ohr. Und die Kollegin Wissler hat ja dazu einiges in der Erwiderung der Regierungserklärung gesagt. Das will ich nicht alles wiederholen. Wir brauchen die Situation, dass gerade auch zu Ende der Pandemie und jetzt auch schon in der nächsten Zeit
die sozialen Träger ohne Zeitverlust ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Und vor dieser Positionierung sich zu drücken, das ist nicht in Ordnung. Und da mit Blick auf diese genannte Kritik ist es mir wirklich schwer gefallen, meiner Fraktion zu empfehlen, Ihnen am Ende die Zustimmung zu diesem windelweichen Gesetzentwurf zu empfehlen. Aber ich tue es trotzdem, weil ich weiß, wie wichtig es ist für die sozialen Träger in unserem Bundesland, dass sie eine Lösung für ihre schwierige Situation haben, auch wenn es erst einmal eine kleine Lösung ist. Und ich hoffe doch, dass der Herr Klose und der Herr Boddenberg es schaffen, irgendwie mehr als die 75% für die sozialen Träger aus den Kassen zusammenzukratzen. Danke schön. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Böhm.